Ja, es ist 19 Uhr. Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem heutigen DZ-Bank-Webinar Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte. Thema des heutigen Abends, unser Fokus, Sie sehen es selbst auf der Folie, The Big Picture, technische Analyse der DZ-Bank. Ja, wir wollen eben das ganze Bild in der Welt so ein bisschen Ihnen näher bringen, unter anderem mit der technischen Analyse, wollen die beleuchten. Und das wird in den nächsten 45 Minuten bis einer Stunde der Fall sein. Ja, mein Name ist Markus Landau und ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend wieder bei uns zu Gast sind und eingeschaltet haben und werde Sie in der kommenden Stunde durch das Webinar führen. Heute bei uns zu Gast unser DZ-Bank Technische Analyse-Duo Dirk Oppermann und Armin Kremser. Und jetzt würde ich gerne direkt mit Ihnen einsteigen und Ihnen zeigen, was Sie heute bei uns erwartet. Und Sie sollten nun die erste Folie sehen können oder vielmehr die zweite. Ja, ich hatte es schon gesagt, der Big Picture, das ist ja bei uns immer die Überschrift, wenn Dirk und Armin bei uns zu Gast sind. Und die Punkte, die wir hier heute behandeln werden, sind eben technische Analyse zu DAX und Co. Und ja, Währungen werden wir uns heute nicht anschauen, Renten auch nicht und Rohstoff auch nicht. Es wird heute ein bisschen anders das Format laufen. Und zwar wird Armin nach mir dann nach den einleitenden Worten anfangen mit den amerikanischen Aktienmärkten und Gold. Da wird heute der Fokus drauf liegen. Und Dirk macht dann im Anschluss die europäischen Aktienmärkte. Und ich komme dann eben unter Punkt 2 nochmal ins Spiel, wo ich Ihnen dann gerne nochmal eine Goldidee vorstellen möchte. So viel kann ich schon sagen. Mit Hilfe unserer DZ-Bank Internetseite, unserem Filterungstool, wo Sie in 4 Schritten ein entsprechendes Produkt sich heraussuchen können. Und heute wird der Basiswert eben Gold sein. Fragen werden wir versuchen, zwischenzeitlich, aber wahrscheinlich eher am Ende der Sendung oder im Nachgang zu beantworten. Und das sind die Tagespunkte, die ich Ihnen gezeigt haben wollte. Jetzt muss ich aber oder würde ich Ihnen gerne rechtliche Hinweise vorlesen. Das sind 3 Punkte an der Zahl. Die meisten von Ihnen werden das ja kennen. Der erste Punkt, den Sie hier sehen, sagt einfach aus, dass dieses Webinar nur für kundige Selbstentscheider geeignet ist, die Erfahrungen und Hebelprodukten mit sich bringen. Zweiter Punkt hier auf der Folie, dass die Produkthinweise zu den Hebelprodukten lediglich als oder zu Demonstrationszwecken zu sehen sind und keinerlei Empfehlung darstellen. Und bei den Hebelprodukten, die wir uns dann auch anschauen, die hier im Fokus stehen, ist es eben so, dass da 2 Risiken nicht vernachlässigt werden sollten. Und zwar zum einen ist das Totalverlustrisiko und das Emittentenrisiko. Ja, und dann würde ich schon gleich nach 3 Minuten anfänglicher Rede an den Armin abgeben, der Ihnen dann im Prinzip die Amerikaner ein bisschen näheren Input zu den amerikanischen Aktienmärkten bringen wird und auch Gold noch beleuchten wird. Und dann komme ich später nochmal ins Spiel. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein schönes Webinar und melde mich dann später wieder. Ja, jetzt bin ich an der Reihe. Danke dir, Markus. Also von mir auch einen schönen Abend in die Runde. Werde auch gleich sofort einsteigen hier, wie Sie es von mir gewohnt sind, mit dem amerikanischen Aktienmarkt beginnen. Zunächst nochmal hier die rechtlichen Hinweise und dann auch schon die erste Folie mit dem Chart zum S&P 500. Ja, da sieht es immer noch recht bullisch aus. Wir haben hier weiterhin einen sauberen Aufwärtstrendkanal. Hier die 2 gestrichelten blauen Linien, die hier diesen Kanal begrenzen. Und da haben wir zuletzt auch immer wieder hier zwar Hochpunkte gesehen, aber diese Hochpunkte verdienen eigentlich im Grunde genommen noch nicht mal die Bezeichnung eines lokalen Tops, wie zum Beispiel hier oder hier, sondern wir haben eigentlich immer nur ja, kurzfristige Konsolidierungen gesehen, die sowohl auf der Zeitebene als auch auf der Kursebene eben relativ kurz waren. Insofern hier also völlig intakt. Die nächste Etappe, das nächste Etappenziel ist natürlich selbstverständlich das Allzeithoch bei 2.875 Punkten. Man kann auch hier von einem Kreuzwiderstand sprechen, sehen, dass hier die obere Begrenzung dieses aufwärtsgerichteten Trendkanals und eben hier das Allzeithoch. Und zumindest charttechnisch denke ich nicht, dass wir im ersten Versuch das nachhaltig überwinden können. Ich komme dazu später nochmal auf die Argumentation, auf die Gründe, warum das jetzt im ersten Versuch nicht unbedingt klappen sollte, zumindest einmal nicht auf nachhaltiger Basis. Aber strategisch sieht es natürlich so aus, als würde der Markt hier irgendwann eben mal durchwollen. Und dann hätten wir auch insbesondere auch mit Blick auf das vierte Quartal beziehungsweise mit Blick auf 2019 weiterhin eine hervorragende Ausgangssituation am US-amerikanischen Aktienmarkt. Begleitend dazu bringe ich auch sehr, sehr häufig im Webinar
Die Transportwerte, sehr, sehr wichtig. Die Transportwerte müssen auch immer die Industriewerte bestätigen in einer gesunden Hosse. Und hier haben wir die Situation, dass im Dow Jones Transportation Average jeder Dip momentan gekauft wird. Das kann man hier sehr, sehr schön erkennen. Und wir sind auch heute im Plus. Das ist hier ein End-of-Day-Chart. Das heißt, die heutige Kerze ist nicht dabei, aber wir sind schon wieder auf einem neuen Bewegungshoch und schicken uns also hier auch im Transportsektor an. Das Allzeithoch bei 11.425 Punkten in Kürze einem Test zu unterziehen. Und ja, das ist also auch sehr, sehr positiv hier zu bewerten. Dann kommen wir zum Nasdaq 100. Der hat ja lange Zeit die Führungsrolle inne gehabt im Rahmen dieser Superhosse, eigentlich im Grunde genommen das Zugpferd gewesen hier, das Technologiesegment. Hier haben wir so ein bisschen jetzt schon die Situation, dass der Motor hier ins Stottern kommt. Aber selbst hier haben wir es immer noch mit einem blitzsauberen Aufwärtstrend zu tun. Die gestrichelte blaue Linie hier ist die Aufwärtstrendlinie von Ende März bzw. Anfang April. Und da kann man sehr schön sehen, hier die orangefarbenen Kreise. Also hat der Index sehr, sehr sauber und hier in stetiger Manier diese Aufwärtstrendlinie immer erfolgreich getestet, sodass also auch hier noch keinerlei Anzeichen von echter Schwäche zu sehen sind. Kurzfristig mag hier so ein bisschen das Momentum rausgehen, aber insgesamt ist das strategisch natürlich bullisch, was hier der Nasdaq zeigt. Dann kommen wir zum wichtigen Halbleitersegment, der Philadelphia Semiconductor Index, abgekürzt SOX. Den bringe ich auch immer wieder im Webinar, denn der hat eine ganz, ganz wichtige Vorläuferfunktion, genauso wie das Halbleitersegment oder die Halbleiterbranche für die Gesamtwirtschaft eine wichtige Vorläuferfunktion hat. Und hier können wir erkennen, dass wir eben nicht mehr von hoch zu hoch eilen. Im Gegenteil, hier wir laufen nur noch seitwärts und haben jetzt beim dritten Test der 200-Tage-Linie mächtig viel damit zu tun, diese 200-Tage-Linie überhaupt noch erfolgreich zu behaupten. Wir sind heute den zweiten Tag hintereinander drunter und es wird natürlich jetzt sehr, sehr interessant sein, ob der SOX hier die 200-Tage-Linie im laufenden Test tatsächlich wird nachhaltig behaupten können oder ob er möglicherweise als das erste wichtige Segment hier schon abkippt und dann hier auf seine Unterstützung um 1240, 1220 Punkte fällt. Dann müssen wir davon ausgehen, dass es eben ein wichtiges Signal ist, ein wichtiges vorauslaufendes Signal mit Blick auf ein Ende der gesamten Hosse in 2019. Solche Divergenzen, die sich dann entwickeln zwischen einzelnen Marktsegmenten, die eben eine vorauslaufende Funktion haben und dem Gesamtmarkt, die können einige Quartale betragen. Das heißt also, hier nicht gleich die Flinte ins Korn schmeißen, nur weil dieser Sektor hier möglicherweise jetzt abkippt. Es kann aber sein, dass wir das wirklich als Vorlaufsignal dann werten müssen, im Hinblick darauf, dass die gesamte Hosse dann eben eines Tages auch mal zu Ende geht. Wie gesagt, der Vorlauf kann einige Quartale betragen. Insofern also hier nicht gleich das größte Ungemach erwarten. Dann schauen wir uns die Advanced Decline Line an. Die hatte zuletzt ja eine negative Divergenz gezeigt. Diese negative Divergenz zum Indexverlauf des S&P 500, die hat sich aufgelöst. Das heißt, die Advanced Decline Line, die bemisst sich aus der Anzahl der steigenden zu fallenden Aktien an der Neiße. Und hier haben wir also ein neues Bewegungshoch in diesem Indikator etabliert. Das bedeutet, dass eigentlich die Hosse in der Breite im Wesentlichen gesund ist und ist also auch jetzt kein Zeichen dafür, dass dieser Bullenmarkt abrupt endet. Im Gegenteil, zunächst einmal haben wir hier die Bestätigung für den Aufwärtstrend im S&P 500 erhalten. Kommen wir zur nächsten Folie, denn hier haben wir auch eine Marktbreite-Betrachtung und diese Marktbreite-Betrachtung, die ist dann, die hat eine etwas bärischere Aussagekraft, sage ich mal, denn hier haben wir den Indikator, die Neiße Aktien mit einem neuen 52-Wochen-Hoch, das heißt, die orangefarbene Linie ist der Indexverlauf des S&P 500 und diese blauen Balken hier am unteren Rand, das sind die Aktien, die sozusagen sich auf einem neuen 52-Wochen-Hoch befinden. Und hier kann man sehr, sehr schön erkennen, dass wir hier so, ja, ich sag mal, im Juni hier so impulsartig nach oben gestiegen sind und auch hier in der Marktbreite sehr, sehr viele Werte mitgezogen sind. Und mit jedem weiteren Hoch des S&P 500 ist also die Anzahl der Aktien, die dieses Hoch im S&P 500 mitgegangen sind, ist immer weiter im Zeitablauf hier also abgesunken. Und insofern haben wir zumindest von diesem Indikator aus hier ein ernstes Warnsignal zumindest, dass jetzt hier dieser mittelfristige Aufwärtstrend, dass der doch mal von einer Konsolidierung auch unterbrochen werden könnte.
Ja, dann schauen wir uns mal das Sentiment an, also die Stimmung unter den Investoren am Markt. Da hatten wir zuletzt die Situation gehabt, dass die Marktteilnehmer in der Mehrheit zu vorsichtig agiert haben, zu pessimistisch gestimmt waren. Und diese Situation hält jetzt auch immer noch an. Wir können das hier sehen, die 5-Tage-CBOE-Put-Call-Ratio, die ist ja erneut angestiegen, hat sogar hier zuletzt eine Spitze herausgebildet, auf dem höchsten Stand hier seit Juli. Und ja, das zeigt uns, dass die Marktteilnehmer hier sich absichern, während der S&P knapp unterhalb des Allzeithochs ist. Und insofern können wir jetzt also nicht wirklich mit einem erneuten heftigen Einschlag nach unten rechnen. Sieht es momentan so aus, dass zumindest unter stimmungstechnischen und der sentimenttechnischen Aspekten hier der Markt insgesamt ganz gut abgesichert ist. Und wenn wir uns auch nochmal die AAII, den Bullish Consensus anschauen, also der Prozentsatz der Bullen unter den US-Privatanlegern. Da gab es zuletzt auch nur eine geringfügige Verbesserung. Das können Sie hier am rechten unteren Rand des Charts sehen. Und insofern ist also auch hier noch kein Stimmungsextremum erreicht, wo man sagen könnte, die Bullishness oder der Optimismus im Markt ist jetzt wieder so groß, da muss jetzt also zwingend ein Top entstehen. Soweit sind wir noch nicht. Insofern also auch hier die gleiche Aussage, wie wir sie von der Put-Call-Ratio kennen, nämlich dass hier die Marktteilnehmer möglicherweise einfach noch zu vorsichtig sind. Und deshalb ist also auch in den nächsten Tagen noch hier ein Anstieg in das S&P 500 zu erwarten. Kommen wir mal zu einer übergeordneten Betrachtung. Ich habe Ihnen heute mal den Chart mitgebracht, den S&P 500 gegenüber den Aktienkäufen auf Pump, also auf Kreditmargin, wie man so schön sagt. Und da können wir erkennen, dass wir einfach hier auf Rekordniveau sind. Die Marktteilnehmer, die hier sozusagen auf Verschuldung, auf Pump Aktien gekauft haben, diese Phase geht jetzt vermutlich in eine Übertreibung über in den nächsten Quartalen. Wir sind eigentlich jetzt schon in einer recht extremen Situation. Und das bedeutet natürlich gleichzeitig, dass die Hosse, dass die in dem Moment gekillt wird, in dem Moment, in dem die Zinsen stark ansteigen sollten. Das ist natürlich häufig so, dass die Aktienhosse irgendwo im Zinsanstieg stirbt. Das dürfte also auch jetzt in der aktuellen Situation der Fall sein. Wenn wir in den nächsten Quartalen also einen starken Zinsanstieg oder einen stärkeren Zinsanstieg sehen, bei gleichzeitig weiter steigenden Aktienkursen, dann dürfte es also insbesondere mit Blick auf 2019, 2020 sehr, sehr bedrohlich werden. Und wenn Sie uns verfolgt haben in den letzten Webinaren, dann wissen Sie, dass wir auch im Grunde mit einer LJ-Welle 5 hier oben rechnen. Das heißt also auch, dass wirklich dann der finale Anstieg im Rahmen dieser übergeordneten Hosse passt natürlich dazu eben hier genau ins Bild, dass eben hier die Aktienkäufe auf Pump irgendwann mal ein so dermaßen krasses Ausmaß erreichen, dass das alles mal rückabgewickelt werden muss. Und so eine Situation dürften wir wahrscheinlich irgendwann in den nächsten Quartalen erleben. Kommen wir nochmal zur Zyklik. Da habe ich Ihnen auch wieder eine Folie mitgebracht, die Sie schon kennen, und zwar der Dow Jones Index 2018 gegenüber seinen zwei Langfristzyklen, dem idealtypischen Verlauf des Dekadenzyklus, das ist hier die schwarze Linie, und dem idealtypischen Verlauf des vierjährigen US-Präsidentschaftszyklus, das ist die orangefarbene Linie in einem Zwischenwahljahr, wie ja 2018 eines ist. Jetzt stehen ja bald wieder die Kongresswahlen in den USA an. Und da können wir erkennen, dass wir momentan jetzt hier in eine Situation reinlaufen, wo wir ein kurzfristiges Top erwarten können, zumindest mal hier von dieser zyklischen Betrachtung aus, und dass wir im Anschluss eine circa 6-wöchige Gegenwindphase aushalten müssen. Das heißt, die Zyklen, die bereiten jetzt hier einen Gegenwind vor, der dauert so circa bis Ende September, Anfang Oktober an, circa. Und in der Phase ist eigentlich jetzt kein exorbitanter Anstieg an den Aktienmärkten, an den US-Aktienmärkten zu erwarten. Ich hatte Ihnen aber eben gezeigt, dass ich den US-Markt insgesamt für sehr gut abgesichert halte. Ich gehe davon aus, dass der S&P 500 einfach noch versucht, jetzt oben sein Allzeithoch zu erreichen, beziehungsweise vielleicht sogar auch schon einen Ausbruchsversuch unternehmen wird, eben mal über die 2875 Punkte zu gehen. Dass das aber jetzt zumindest im aktuellen Versuch dann noch nicht nachhaltig wird sein, sondern dass er einfach nochmal runterkommt und hier auch dieser negativen Zyklik, dieser Gegenwindphase Rechnung tragen muss. Und wenn das so ist, dann können wir im nächsten Schritt auch davon ausgehen, dass wir tatsächlich hier eine super Kaufgelegenheit bekommen, gerade auch mit Blick dann auf die vor uns liegenden Quartale.
Nochmal ein kleiner Ausblick auf 2019. Ich habe Ihnen mal hier die einzelnen Zyklen noch mitgebracht. Zunächst mal den US-Präsidentschaftswahlzyklus in einem sogenannten Vorwahljahr. 2019 ist ja ein Vorwahljahr, wenn 2018 ein Zwischenwahljahr ist. Und in diesem Vorwahljahr ist es natürlich so, da wird schon ein bisschen so Wahlkampfgetöse gemacht und da werden Wahlversprechen abgegeben. Und das hilft im Allgemeinen dem US-Markt. Sie können hier sehen, dass wir eigentlich im Grunde genommen von Beginn Januar, ja, hier bis August, September steigen, bevor wir dann so ein bisschen, ja, hier wieder in eine Konsolidierungsphase übergehen. Aber man kann sagen, dass es schon wirklich fast einhellig bullisch ist, dieses Vorwahljahr. Und wenn wir uns dann noch das Jahr im Dekadenzyklus angucken, das Neunerjahr, wie 2019 eben eins ist, da können wir erkennen, dass wir fast genau den gleichen Verlauf haben. Unterschied ist hier im ersten Quartal gibt es nochmal einen Stotterstart und hier geht es erst ab März hoch. Aber im Grunde genommen, hier ist auch im strategischen Kontext die Aussage natürlich klar bullisch. Man kann sagen, zusammengefasst, dass beide Zyklen für 2019 eben dem US-amerikanischen Aktienmarkt hier wesentlich Rückenwind verheißen. Und auch das ist also natürlich nochmal ein weiterer Grund, warum wir nach wie vor davon ausgehen, dass wir eine Elliott-Welle 5 im Rahmen des laufenden Hossa-Impulses, der im Februar 2016 hier seinen Anfang nahm, dass wir also davon ausgehen, dass hier noch die fünfte Welle sich entfalten wird. Wie gesagt, nächsten Monate, nächsten Quartale. Möglicherweise muss ich hier nochmal das Feintuning anpassen. Ich bin ja davon ausgegangen, dass die Welle 4 schon beendet ist und dass wir jetzt in der 5 drin sind. Wenn sich jetzt tatsächlich nochmal ein kleines lokales Top hier bilden sollte mit Blick auf die zyklische Gegenwindphase in den kommenden 6 Wochen und wir doch nochmal etwas stärker runtergehen, als ich bisher gedacht habe, dann muss man hier nicht gleich komplett diese ganze Zählung in die Tonne kloppen, sondern dann müsste man möglicherweise hier nur nochmal vom Feintuning her eine kleine Anpassung vornehmen. Aber auch dann bleibt eben die Grundaussage, dass wir hier strategisch nochmal eine letzte bullische Phase bekommen. Dann fasse ich nochmal zusammen. Ganz kurz. Ja, kurzfristig glauben wir nicht, dass wir jetzt schon im S&P 500 auf ein neues Allzeithoch ausbrechen. Vielleicht temporär ja, aber nachhaltig wohl noch nein. Wir haben einfach zyklischen Gegenwind. Bevor wir aber tatsächlich so ein lokales Top ausrufen können, müsste sich eigentlich die Stimmung auch noch mal verbessern. Die ist momentan zu vorsichtig. Sollten wir also in den nächsten, sagen wir mal, anderthalb Wochen tatsächlich mal niedrige Put-Call-Ratios sehen, dann könnten wir uns sehr gut vorstellen, dass wir eben von dem Allzeithoch nochmal abprallen und vielleicht auch nochmal in Richtung 200-Tage-Linie gehen. Aber die große Kaufgelegenheit, die sollte sich dann gegen Ende des dritten Quartals beziehungsweise Anfang des vierten Quartals ergeben. Und dann haben wir auch also nicht nur ein Quartal, ein Schlussquartal bullisch vor uns, sondern möglicherweise höchstwahrscheinlich eben auch dann die nächsten Quartale in 2019. Insgesamt können wir ein strategisches Anschlusspotenzial ableiten, was durchaus zweistellig ist. Ich habe mal hier 10% geschrieben. Das kann natürlich auch möglicherweise noch hinten raus noch mehr werden. Ja, das war es zunächst von meiner Seite zum US-amerikanischen Aktienmarkt. Jetzt möchte ich gern gleich mit Gold weitermachen, bevor ich dann dem Dirk das Wort übergebe. Wir hatten ja vor 2 Wochen schon einmal hier ein größeres Update zum Thema Gold geliefert. Und da war es so, ich hatte darauf aufmerksam gemacht, dass wir hier in einen wichtigen charttechnischen Unterstützungsbereich hineinlaufen, namentlich 1200 bis 1190 US-Dollar die Feinunze. Das war hier der Bereich. Ich erinnere mich, wir waren es vor 2 Wochen bei 1210 Punkten. Ja, und was dann passiert ist, Sie haben es wahrscheinlich jetzt auch gesehen, letzte Woche. Es gab nochmal einen regelrechten Ausverkauf. Es ging sogar dann nochmal deutlich tiefer, zumindest einmal intraday. Auch der untere Rand dieser genannten Unterstützung 1190 wurde zerschlagen und wir sind dann auch teilweise dann auf, glaube 1165 oder 70 waren wir gefallen. Aber das heißt natürlich nicht, dass hier die Analyse jetzt komplett in die Tonne getreten werden muss, sondern das Bild ist aus meiner Sicht immer noch intakt. Wir haben hier ein wichtiges Fibonacci-Retracement, die 1177, die ich jetzt auch hier mal eingezeichnet habe. Und zwar, das ist die 61,8 von diesem Hosse-Impuls, der sich hier 2016 eingestellt hat. Wenn Sie da mal in Ihrem Chartprogramm gucken und die Fibonacci-Retracements anlegen, also hier die 61,8, 1177 Punkte, liegt also ganz in der Nähe dieser genannten Unterstützung von 1190 Punkten. Und jetzt haben wir hier ein Auffangbecken. Der Zyklus ist ja weiter intakt. Wir haben hier diesen 30-Monats-Zyklus und sind also auch hier vom Zeitfenster her in der Nähe eines Tiefs.
Und wir haben in den letzten Tagen ja einen regelrechten Ausverkauf gesehen. Ich zeige Ihnen das nochmal ganz kurz hier. Die Goldminenaktien, der Hui, aka Goldbugs Index, der ist jetzt hier mittlerweile auf seinem letzten Retracement angelangt, in Bezug auf den Hosse-Impuls hier von 2016. Sieht man sehr, sehr schön. Er hat hier sehr, sehr lange das 61,8% Fibonacci-Retracement verteidigt. Sieht man also wirklich wunderschön, dass es eben kein Hexenwerk ist mit diesem Fibonacci-Retracement, sondern dass es wirklich funktioniert. Ja, und dann haben wir diese 61,8 durchschlagen und sind dann jetzt in einem Rutsch im Grunde auf das 76,4. Das ist also wirklich das letzte Retracement, bevor dann hier die 100% wieder ins Spiel kommen, gefallen. Mit hohen Handelsvolumina, mit Gaps, mit allem drum und dran, mit Paukenschlägen. Und insofern kann man hier in der aktuellen Situation schon von einer Kapitulation der Bullen sprechen, die natürlich dann auch wieder Chancen bietet, wenn man eben antizyklisch bereit ist, das Risiko zu gehen. Ja, wir haben auch Angst im Goldmarkt. Hatten wir vor 2 Wochen auch schon, allerdings muss ich sagen, wenn Sie aber hier gucken bei der Grafik von Sentix, immer wenn wir hier in dem Bereich des hohen Pessimismus waren, ergaben sich zyklische Tiefpunkte hier im Goldpreis. Insofern also auch eine Begleiterscheinung natürlich hier sentimenttechnisch, dass wir eben die Angst im Goldmarkt haben, unterstützt natürlich auch jetzt hier eine antizyklische Sichtweise. Dann zeige ich Ihnen zum Schluss noch die COT-Daten, die Commitment of Traders. Ja, die sind jetzt wirklich, also muss ich sagen, sehr, sehr extrem. Natürlich noch mal extremer als vor 2 Wochen. Und hier können wir sogar die Aussage treffen, dass die Commercials, also die tatsächlich die originär mit dem Geschäft zu tun haben, beispielsweise können das Produzenten sein, Goldförderer, Goldminen, also die starken Hände, die besser informierten, wenn sie so wollen, dass die sind ja eigentlich chronisch short, weil sie im Grunde auf Termin verkaufen. Das bringt ihr Geschäft so mit sich. Und die sind jetzt zum ersten Mal seit 2001 sogar marginal long. Müssen sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also hier eine ja, knackige Aussage, die sich dahinter verbirgt. Sowas ist dann schon sehr, sehr selten. Während hier die Trendfolger, die Large Speculators und auch die Small Speculators, die Kleinspekulanten hier eigentlich ganz, ganz unten in der Grafik sind. Und insofern also hier unterstützt das absolut die Sichtweise, dass jetzt hier sich allmählich im Goldpreis ein Boden bildet. Natürlich rechnen wir auch hier nicht mit einer V-Umkehr, dass jetzt einmal der Ausverkauf und danach geht es nur noch nach oben. Nein, so einfach wird es wahrscheinlich auch nicht werden. Aber es ist eben davon auszugehen, dass hier nach diesem Einschlag sich jetzt hier langsam, aber sicher so ein kleiner Boden bildet und dass wir dann auch wieder von einer mittelfristigen Rallye in Richtung 1300 ausgehen können. Deswegen möchte ich auch hier nochmal zusammenfassen. Wir haben kurzfristig eine Übertreibung nach unten gesehen. Die birgt momentan aus unserer Sicht Trading-Kaufchancen. Insbesondere die COT-Daten, die sagen uns, dass sich die starken Hände, die Commercials, dass die auf der Long-Seite sich befinden. Und insofern, wenn man jetzt selber dann auf der Long-Seite ist, dann ist man auf der starken Seite, sage ich mal, in Anführungszeichen. Und wir sehen also jetzt gute Chancen, dass sich tatsächlich ein kleiner Boden bildet. Im Anschluss dann eine mittelfristige Rallye. Wir können noch nicht sagen, dass es hier ein langfristiges Tief natürlich wird. Das möchte ich natürlich gleich dazu sagen, denn vieles wird natürlich auch von der Wechselkursentwicklung bzw. vom US-Dollar abhängen. Es geht jetzt erstmal nur darum, aufzuzeigen, dass wir es hier mit einer Übertreibung nach unten zu tun haben und jetzt einfach eine mittelfristige Rallye stattfinden sollte. Die kann auch gut und gerne Richtung 1300 gehen und das wäre also durchaus also einen Trade wert. Dann bin ich auch mit meinem Part durch. Ich übergebe an den Dirk. Der macht gleich hier mit der nächsten Folie weiter und verabschiede mich damit von Ihnen. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Armin. Dann darf ich Sie auch recht herzlich begrüßen. Ich muss jetzt wieder den Sprung zurückfinden, nachdem der Armin ja mehr oder weniger breit den US-amerikanischen Aktienmarkt analysiert hat, dann den Ausflug schon gleich in Richtung Gold gemacht hat, darf ich jetzt wieder zurückführen zum europäischen Aktienmarkt, insbesondere DAX, mit dem ich mich jetzt hier auseinandersetzen möchte. Bevor ich das tue, habe ich aber hier schon mal die erste Grafik aufgerufen, die ja es nochmal zusammenfassen soll, was eigentlich technische Analyse ausmacht. Wenn ich sehr häufig Kollegen lese, dann sehe ich eine sehr starke Fokussierung auf die Charttechnik. Das ist auch extrem wichtig, auch in der Kommunikation, das, was der Armin auch gerade gemacht hat und das, was ich jetzt gleich auch machen werde,
ist natürlich die Schartechnik ganz klar im Zentrum der technischen Analyse, gerade Unterstützung, Widerstände, Formationstechnik. Aber die anderen Gruppen dürfen nicht vernachlässigt werden. Und ich möchte sie gerne hier nochmal nennen. Einmal die Markttechnik, also die Indikatoren. Mit den Indikatoren, die wir auch immer mitlaufen haben, haben wir eine quantitative Möglichkeit, das Gesagte der Schartechnik auch quantitativ sauber, sage ich mal, zu analysieren. Wie gut waren im Backtest die jeweiligen Ergebnisse für die Long- und für die Short-Seite? Markttechnik, also wie gesagt, ein wichtiger, ja, unterstützender Aspekt der Schartechnik. Als nächstes die Zyklenanalyse. Armin hat das gerade ja auch aufgezeigt. US-Präsidentschaftszyklus und Dekadenzyklus als Beispiele. Ganz, ganz wichtig und haben wir immer im Hintergrund laufen. Ich werde gleich auch nochmal tiefergehend auf die aktuellen Zyklen zu sprechen kommen, weil ich glaube, es bringt uns momentan nicht einen ganz, ganz wesentlichen Punkt voran. Die Intermarket-Analyse als nächster Punkt. Hier ist es ganz wichtig, das Zusammenspiel zwischen den Assetklassen sich genauer anzuschauen. Devisen, Rohstoffe, Anleihen, Aktien haben entweder Vorlaufcharakter oder auch Bestätigungscharakter. Und es ist auch immer wieder wichtig, das zu beachten. Und als letztes natürlich Sentimentanalyse. Auch der Armin hat ja immer wieder gerade eben für den US-amerikanischen Aktienmarkt oder auch für Gold Sentimentanalyse betrieben. Also alles das, diese fünf Punkte machen technische Analyse aus. Und eine Fokussierung nur auf Charttechnik ist das, was ich in den letzten 25 Jahren erleben durfte in der Analyse. Alles andere als optimal, mehr oder weniger nur suboptimal. Und für mich ist es ganz wichtig, dass auch die anderen Instrumente das Ergebnis der Charttechnik immer unterstützen. Und in dem Sinne versuchen wir auch hier in diesem Rahmen technische Analyse anzubieten und die Finanzmärkte zu analysieren. Ja, dann komme ich mehr oder weniger auf die Situation. Armin hat ja gerade schon einiges zum US-amerikanischen Aktienmarkt gesagt. Ich möchte nochmal auf den US-Markt zurückkommen in dem Sinne, dass für mich momentan nicht ganz eindeutig im Vordergrund die Politik von Trump steht. America first bestimmt eigentlich mehr oder weniger nicht nur die anderen Assetklassen, sondern gerade im Aktienmarkt die Outperformance, die wir in den Vereinigten Staaten sehen. Sie sehen, hier habe ich mal jetzt aktuell mitgebracht die relative Stärke vom DAX-Kursindex gegenüber dem US-amerikanischen Aktienmarkt, den Standard & Poor's 500 in Euro gerechnet, in den letzten Handelstagen noch einmal eine massive Underperformance vom DAX gegenüber dem US-amerikanischen Aktienmarkt. Das ist eindeutig ein Zeichen, wo momentan die Marktteilnehmer die Musik spielen sieht, nämlich in den USA. Hier wird eine dynamischere konjunkturelle Entwicklung gesehen und Europa hängt mehr oder weniger hinten dran, ist abgehängt gerade von der relativen Performance am Aktienmarkt. Das verwundert, gerade wenn man nochmal vielleicht einen anderen Blickwinkel auf die Aktienmärkte wirft. Für mich die Hauptgründe für den Bullenmarkt gerade in den USA seit der Finanzkrise 2007, 2008, das ist die Liquidität. Das habe ich auch öfters hier schon in den letzten Webinaren Ihnen aufgezeigt und ich habe es auch heute nochmal wieder mitgebracht. Das ist die Geldmengenentwicklung seit der Finanzkrise, blau die US-amerikanische Geldmengenentwicklung und orange die fürs Euroland. Und da können wir eindeutig sehen, dieser massive Geldzuwachs seit der Finanzkrise bis Ende 2014, dort wo dann auch die Anleihenkäufe der Fed eingestellt wurden. Und seit Ende 2014 bereits steigt eigentlich die Liquidität in den Vereinigten Staaten gar nicht mehr an. Das heißt, dieses positive Umfeld für einen sehr positiven Aktienmarkt, dies ist gar nicht mehr so stark gegeben. Auch seitdem Trump der neue Präsident ist, hat die Geldmenge nur knapp nach oben entwickelt. Und aktuell, die letzten Monate, sehen wir, dass die Geldmenge in den USA schon wieder zurückkommt. Ganz im Gegensatz dazu, eigentlich das, was Draghi macht, seit März 2015 gibt er Gas mit seinen Anleihenkäufen. Mehr als 250% hat sich die Geldmenge im Euroland nach oben entwickelt. Und trotz dieser Liquiditätsflut, gerade im Euroland, sehen wir keine nachhaltige Fantasie, dass wir hier in eine bessere konjunkturelle Umfeld geraten. Nein, nochmal zurückkommen auf die Grafik, relative Schwäche vom DAX. Und ich werde auch nachher gleich mal Eurostoxx aufzeigen. Da sieht es nicht viel besser aus. Also hier mehr oder weniger der Hauptfokus über Politik, über America First für den US-amerikanischen Aktienmarkt. Komme ich trotzdem zur aktuellen Einschätzung zum DAX und fange an mit dem Sentiment, bevor ich dann nachher auch später wieder Zyklenanalyse und die anderen wichtigen Punkte zum DAX nenne und dann mit der Charttechnik abschließe.
Als erstes die Befragung der Marktteilnehmer, die von Sentix durchgeführt wurde. Ich habe Ihnen aktuell die letzte Umfrage auch mitgebracht, die am Freitag durchgeführt wurde. Und da sieht man gerade, wenn wir uns die linke Grafik anschauen, im kurzfristigen Bereich, also im kurzfristigen Ausblick, einen ja doch hohen Pessimismus von Seiten der Marktteilnehmer. Verbal wird geäußert, dass man nicht glaubt, dass kurzfristig die Kurse ansteigen können. Ganz interessant, dass demgegenüber im strategischen Bereich, das ist dann die rechte Grafik, dass im strategischen Bereich hier ein gewisser Optimismus trotz der fallenden Kurse sich durchsetzt. Das heißt also, man geht davon aus, dass strategisch es durchaus sinnig ist, ja, wieder mal einzusteigen am Aktienmarkt. Und das ist nicht unproblematisch, gerade wenn man sieht, dass überverkaufte Situationen nicht gekauft werden und dann gegebenenfalls auch nochmal strategisch eine Verkaufswelle kommt. Also ein kurzfristig zwar sehr positiv zu interpretierender Pessimismus, der im Markt drin ist, zumindest verbal im Markt drin ist. Ich komme gleich noch drauf, das genauer zu analysieren. Aber wie gesagt, strategisch bin ich nicht ganz zufrieden mit der Entwicklung. Ich habe gerade gesagt, kurzfristig ist ja der Pessimismus zwar da, verbal von dem Marktteilnehmer, aber ganz interessant, wenn man sich das nochmal genauer anschaut und den Optionshandel an der Eurex-Sicht ja, als Basis nochmal zugrunde legt. Da fällt auf, dass der verbale Pessimismus der Marktteilnehmer, der also geäußert wird bei der Befragung, dass der sich gar nicht mal so stark niederschlägt bei dem Optionshandel. Und Sie sehen das hier orange, das ist die Put-Call-Ratio, das ist also die gehandelten Puts abzüglich der gehandelten Calls. Und dort befinden wir uns aktuell im Rahmen des ja, historischen Durchschnitts, also nichts Besonderes in die eine oder andere Richtung. Und ja, wenn wir uns anschauen, was wir zum Jahresanfang gesehen haben, wo massive Put-Optionen aufgebaut wurden, um sich gegen fallende Kurse abzusichern, das ist aktuell überhaupt nicht der Fall. Also von Panik im kurzfristigen Bereich sind wir weit entfernt. Das wird auch bestätigt, wenn wir uns den VDAX anschauen, wenn man den in Bezug nimmt zur aktuellen historischen Standardabweichung, was ich hier getan habe mit der orangen Linie, dann sind wir auch im Durchschnitt und weit von dem entfernt, wo wir richtig hohe Aufpreise bezahlt haben für die Puts, die damals gekauft wurden zum Jahresanfang. Auch hier keine Panik zu erkennen. Das heißt zusammengefasst, wenn wir das Sentiment uns anschauen für den deutschen Markt, ein kurzfristiger Pessimismus ist da, aber zwingend einen nachhaltigen Impuls nach oben, das kann ich gerade, wenn man tiefer in die Materie reingeht, momentan nicht ableiten. Zyklenanalyse möchte ich auch noch was zu sagen. Der Armin hat es ja auch schon gerade eben genannt. Ich will es aber trotzdem noch mal hier kurz auch für den DAX zusammenfassen. Ich habe einmal saisonal die Zyklenanalyse hier mitgebracht. Das hatte ich auch schon vor 2 Wochen im letzten Webinar Ihnen aufgezeigt. Da ist links der Zeitspann der letzten 118 Jahre von 1901 bis 2018. Dort haben wir klar natürlich den September grundsätzlich schwach. Dieser Zyklus hat sich so ein klein wenig saisonal verändert in Richtung Impulswelle zum Jahresanfang, dann ab Mai bis in den September hinein eher mal so eine ja, seitwärts gerichtete Kursentwicklung und dann zum Jahresende typischerweise dann die Jahresendrallye traditionell ab Ende September, Anfang Oktober hier ein positives Umfeld. Und genau da befinden wir uns gerade in den letzten ungünstigen zykluntechnischen Umfeld, einmal saisonal. Und der Armin hat es auch schon aufgezeigt, US-Präsidentschaftszyklus. Wir befinden uns ja im Kongresswahljahr. Im November wird der Kongress neu gewählt in den Vereinigten Staaten. Und da haben wir typischerweise zwischen Ende August und ja sogar Anfang Oktober eine recht ungünstige zykluntechnisches Umfeld. Sie sehen das hier, ein lokales Hoch, was im August herausgebildet wird und dann im Oktober das Tief. Also hier richtig Gegenwind die nächsten Wochen, die wir zu erwarten haben. Und selbst der beste Zyklus, den wir momentan im übergeordneten Kontext für die Aktienmärkte abgreifen können, der 10-Jahres-Zyklus, in diesem Jahr ist es natürlich der Achterjahr, der ist mehr oder weniger ja, seitwärts gerichtet, beziehungsweise dann auch im September noch einmal ganz ungünstig. Also Sie sehen hier alle Zyklen, die darauf hindeuten, saisonal alles andere als günstig momentan nicht die Kursentwicklung, die in den nächsten Wochen zu erwarten ist. Und wenn ich dann charttechnisch den DAX mir anschaue, ja, da haben wir natürlich auch schon die 200-Tage-Linie wieder preisgegeben, Ende Juli.
und im August jetzt hier eine abwärtsgerichtete Bewegung dynamisch nach unten etabliert. Und ja, das Kursziel ist eigentlich im kurzfristigen Kontext bei uns erreicht worden, 12.105, dieses lokale Tief, was wir Ende Juni herausgebildet haben. Das war so ein bisschen die Zielmarke, die wir auch gesehen haben. Sie sehen auch von den Indikatoren unten den Protection-Oszillator deutlich überverkaufte Situation. Die Gegenbewegung startete bereits, jetzt mit dem positiven Wochenanfang und hat durchaus jetzt hier im kurzfristigen Bereich zusammen auch mit dem Sentiment das Potenzial, noch einmal nach oben zu tragen. Für uns ist so ein bisschen jedoch der Deckel bis bei 12.500 Punkte beim DAX drauf. Dort haben wir auch so die Oberbegrenzung dieses abwärtsgerichteten Trendkanals. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier ein schartechnischer Widerstand sich herausbildet, ein lokales Hoch gebildet wird und dann vielleicht noch einmal eine Bewegung in Richtung 11.800 Punkte zu etablieren ist. Wenn wir auch nochmal uns die Bollinger Bände uns anschauen, das habe ich hier nochmal mitgebracht, das gleiche Bild, auch hier über Verkaufssituation. Der untere Bereich des 54-Tages-Bollinger Bandes wurde erreicht. Typischerweise immer ein gutes Auffangbecken für eine Gegenbewegung. Sie sehen, das gleiche haben wir Ende Juni herausgebildet. Also eine gute Chance, kurzfristig eine Gegenbewegung zu starten. Jedoch, wie gesagt, langfristig, das heißt auf Blick Ende September, durchaus nochmal Kursrisiken, die im Markt drin sind. Ich habe mal weiterhin hier dieses Konstrukt einer alles andere als idealtypischen Kopf-Schulter-Formation drin gelassen für den DAX. Ich ging davon aus, sage es ganz ehrlich, dass wir eigentlich ein negatives Signal bereits in den letzten Wochen hätten etablieren müssen, um auch hier unser Kursziel, was im strategischen Kontext auf Basis der Kopf-Schulter-Formation abzuleiten ist, nämlich die 10.800 Punkte zu erreichen. Momentan nicht, passt es nicht mehr richtig rein. Diese Kopf-Schulter-Formation ist alles andere als idealtypisch, sagte ich ja bereits. Und aus diesem Grund, denke ich mal, werden wir wohl maximal eine Bewegung bis 11.800 Punkte sehen. Ich sehe hier die Unterstützungszone schon gegeben. Und dann, auch wenn Armin recht behält, ein positiver US-amerikanischer Aktienmarkt uns spätestens dann Ende September, Anfang Oktober wieder in ein günstiges Fahrwasser hineingeraten sollten und wir dann auch wieder die Allzeithochs nochmal antesten sollten. Auf Blick Jahresendrallye, auf Blick Jahresanfangsrallye, was dann typischerweise auf die Agenda kommt. Und ich gehe aktuell nicht mehr davon aus, dass wir hier dieses übergeordnete Top-Bildungsprozess im negativen Sinne abschließen und unter diesem Aspekt, wie gesagt, maximal einen Test der 11.800-Punkte-Marke, bevor dann gegebenenfalls eine fünfte Welle nach oben durchstartet. Zumindest eine Jahresanfangsrallye auf die Agenda rückt. Als letztes dann noch eine aktuelle Einschätzung zum Euro Stoxx 50. Und was ganz Besonderes ist, die relative Entwicklung. Das habe ich Ihnen mal hier mitgebracht. Ich habe hier mal die relative Stärke vom DAX, ebenfalls der Kursindex im Verhältnis zum Euro Stoxx 50 mitgebracht. Und auch dort sieht man seit Jahresanfang eine relative schwache Entwicklung vom DAX gegenüber dem Euro Stoxx, was sehr untypisch ist, denn in den letzten Jahren war immer der DAX der Vorreiter in Europa gewesen und dieses hat sich umgedreht. Euro Stoxx 50, gerade auch die Ölwerte, die dort drin sind, Rohstoffwerte, die im DAX halt nicht vertreten sind, führen doch aktuell dazu, dass wir in eine relativ schwache Entwicklung hineingeraten sind mit dem DAX, beziehungsweise der Euro Stoxx 50 sich deutlich besser darstellt als der DAX. Charttechnisch die aktuelle Situation aber nicht viel anders wie beim DAX. Auch hier 200-Tage-Linie nach unten gerissen worden. Auch hier eigentlich unser Kursziel, die 3.340-Punkte-Marke, fast punktgenau letzte Woche erreicht worden. Überverkaufte Situation löst sich momentan nicht nach oben auf. Und auch hier eine Bewegung, die idealtypisch bis in die 50% Retracement des letzten Abwärtsimpulses hinein laufen sollte bis 3.440 Punkte, also bis in diese Zone hinein. Eine Gegenbewegung, die aktuell läuft bereits. Und im längerfristigen Kontext, ja, sieht es viel undynamischer aus als beim DAX, was nach unten hin eigentlich als aktuell ganz positiv zu interpretieren ist. Wir haben aber hier schon seit Anfang 2017 eine fast langweilige seitwärts gerichtete Kursentwicklung beim Euro Stoxx 50 gesehen. Ich sehe auch hier, dass die Unterstützung 3.325 Punkte im weiteren Verlauf bis Ende September angetestet werden sollte.
Ganz wichtig, wir haben hier das 38% Fibonacci-Retracement des gesamten aufwärtsgerichteten Trendimpulses von Anfang 2016. Also dieses muss dann aber spätestens verteidigt werden und dann auch hier das Potenzial für eine Jahresendrallye ab diesem Bereich. Auch hier analog zum DAX, wenn diese Marke des 38% Retracement 3.325 Punkte nach unten genommen wird, absolutes Risiko, nochmal 8%ige Kursrisiken, dass sich diese dann anschließen, etwa bis in den Bereich um 3.070 Punkte. Aktuell gehe ich davon aus, dass dieses jedoch nicht der Fall sein sollte, dass wir es also schaffen, diese Unterstützungszone 3.325 Punkte im strategischen Kontext zu verteidigen und dass wir dann eine gute Basis finden für die Jahresendrallye, auch beim Eurostoxx 50. Das war's so viel von meiner Seite. Ich darf mich wie immer recht herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit. Möchte als letztes allerdings nochmal den Disclaimer und das Impressum kurz andeuten, bevor der Markus durchstarten kann und ja, dieses Webinar beenden darf. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und viel Erfolg beim Traden. Tschüss. Ja, vielen, vielen Dank, Dirk. Auch nochmal vielen Dank dafür, dass du die Einordnung vorgenommen hast, was man bei der Technikanalyse alles beachten muss und dass eben Charttechnik alleine nur ein kleines Puzzlestückchen vom großen Ganzen ist. Deswegen danke nochmal für die Einordnung. Ja, ich möchte nochmal zurückkommen. Sie sehen es jetzt hier auf dem zweiten Tagespunkt auf das Thema Gold. Und Armin hat es vorhin ja auch angesprochen, dass regelrechter Ausverkauf so in den letzten 2 Wochen stattgefunden hat, obwohl der Zyklus immer noch intakt zu sein scheint. Wer dann mit einer Strategie oder einem strukturierten Produkt, einem Zertifikat, in dem Fall Endlos Turbo, gerne auf eine Gegenbewegung setzen möchte, dem möchte ich zeigen, wie Sie bei uns auf unserer DZ Bank Derivate-Seite in wirklich 3 bis 4 Klicks Schritten ein passendes Produkt finden können. Und dann kommen wir doch gleich zum nächsten Punkt. Ich möchte Ihnen das im Prinzip mal zeigen, wie das funktioniert. Dazu rufe ich mir jetzt nochmal unsere Internetseite auf. Werden Sie gleich auf Ihrem Schirm sehen. Ja, also ich hatte das im Vorfeld schon einmal eingestellt und durchgespielt. Sie sehen jetzt hier auf der linken Seite, finden Sie einen entsprechenden Produktfilter, der innerhalb von 4 Schritten Ihnen die Möglichkeit gibt, Finalprodukte auszuwerfen. Wir sehen hier oben ist Gold als Basiswert eingestellt. Und wie Sie das selbst schaffen, würde ich Ihnen gerne mal zeigen, indem wir nochmal von Anfang an mit der Produktauswahl hier beginnen. Auf unserer Startseite, DZ Bank Derivate, haben Sie oben verschiedene Reiter in der Mitte. Und auf der linken Seite sehen Sie hier, ich hoffe, Sie sehen es mit dem Cursor, den Punkt Produkte. Wenn man da draufklickt, geht ein weiteres Fenster auf und Sie haben eine Vielzahl von verschiedenen Produkten. Bleiben wir bei Hebelprodukten. Endlos-Turbos sehen Sie hier, haben wir knapp 21.000 Produkte. Hebelprodukte, in dem Fall Endlos-Turbos, auf verschiedene Basiswerte, verschiedene Laufzeiten. Wenn wir da draufklicken, sind wir wieder bei dem Bild, was Sie eben gesehen hatten, was ich zuvor schon eingestellt hatte. Sie sehen hier auf der linken Seite im Prinzip den Produktfilter. Da wir das Endlos-Turbo-Zertifikat schon ausgewählt haben, sehen Sie hier in der Mitte Endlos-Turbo bei den Hebelprodukten ausgewählt. Sie sehen auch, dass wir jetzt hier oben den Basiswert eingeben müssen. Und da haben wir viele und deswegen werden wir hier Gold eingeben. Und dann gibt es auf der einen Seite Barrick Gold Corporation, was aber der Aktienwert ist. Aber wir gehen auf Gold als Basiswert. Und wir sehen dann hier unten, dass Sie nur noch 263 Produkte angezeigt bekommen. Das sind immer noch relativ viele. Und wir haben hier Long und Short. Und da wir eben vorhin gehört haben, dass es sein könnte, wenn Sie das Risiko eingeben möchten, und wir haben es gesehen, dass die COD-Daten, dass der Zyklus intakter ist, dass es eben so ausschauen könnte, dass eine Gegenbewegung kommt auf Gold, würde ich jetzt hier einmal Long auswählen, im Prinzip, dass der Goldpreis wieder steigt. Und die Endlos-Turbos haben ja auch keine Laufzeit. Insofern könnte das auch so sein, dass Sie vielleicht in die 1, 2, 3, 4 Wochen damit auch gut den Trade aufbauen können. Aber wir haben jetzt hier nur noch 109 Produkte. Sie sehen das, es hat sich einfach mal halbiert. Und jetzt müssen Sie als letztes noch eingeben, wollen Sie den Hebel begrenzen, sprich eine Bandbreite am Hebel setzen, oder wollen Sie vielleicht einfach hier den Abstand in Prozent zu Knockout-Level angeben? Und das würde ich jetzt einfach mal tun, würde sagen, okay, gib mir doch bitte
einen Knockout-Level an, was sagen wir 10% weg von der aktuellen Kasse in dem Fall ist, bis maximal 15%. Dann gebe ich hier in das erste Feld 10 ein, in das zweite 15, gehe auf Weiter und dann haben wir nur noch 13 Produkte. Und dann haben Sie hier rechts 13 Produkte, die in Frage kommen. Alle geordnet, gefiltert nach Hebel mit absteigendem Hebel. Hier oben haben wir einen 10er Hebel, hier unten haben wir dann einen 7er Hebel. Und dann finden Sie auch die ganzen Informationen. Wenn wir uns mal die erste Zeile anschauen, haben Sie hier oben die WKN. Sie haben den Hebel in der zweiten Spalte. Sie finden jetzt im Prinzip den Abstand zum Basiswertkurs, der hier neben angegeben ist. Und zwar sind das 10% entfernt. Und dann kommen Sie auf die 1067 US-Dollar. Es handelt sich um ein endlos laufendes Produkt, also keine Laufzeitbegrenzung. Und Sie sehen hier auch, wie aktuell das Produkt gequotet wird. Und Sie können jetzt natürlich noch viel tiefer einsteigen mit Chart, mit Eckdaten. Darauf möchte ich jetzt aber nicht eingehen. Die meisten von Ihnen kennen das ja auch. Und Sie können da selbst mal schauen. Wie gesagt, in vier Schritten würden Sie eine passende Strategie umsetzen können oder vielmehr die Produkte, die zur Verfügung stehen, ausgespuckt bekommen. Ja, ich glaube, dann sind wir soweit am Ende. Möchte Ihnen aber nochmal zeigen, sehen Sie einen Bildschirm, der leer ist, aber hier sehen Sie nochmal, wenn ich ein Stück weitergehe, was Sie die nächste Woche erwartet. Das machen wir immer, den Wochenausblick für die nächste Woche. Und ja, ich möchte Ihnen mitteilen, dass nächste Woche am 20.08. die Traininggruppe 2.0 bei uns zu Gast ist. Mein Kollege Falco Block wird dieses Webinar übernehmen. Ja, ich möchte mich natürlich ganz herzlich bedanken bei unseren beiden Referenten heute, Dirk und Armin. Und der Armin ist in die Bank gekommen, obwohl er krank war. Muss man ihm hoch anrechnen, dass dieses Webinar auch stattfinden konnte. Vielen Dank dafür nochmal. Ja, herzlichen Dank an euch beide, wie gesagt. Hat viel Spaß gemacht und ich möchte mich natürlich auch bei Ihnen als Zuhörer heute Abend bedanken, dass Sie an unserem Webinar teilgenommen haben. Wünsche Ihnen einen schönen Restabend, eine gute Woche und hoffentlich ein glückliches Händchen beim Traden. Ja, machen Sie es gut, einen schönen Abend und hoffentlich bis zur nächsten Woche.